Freunde, Modman hier. Wir sprechen heute über die Quest Das Herz des Moores, bei mir an Stelle 2. Unsere Aufgabe ist es, das Tagebuch von Joycelyn zu finden. Dafür müssen wir den Mob Joycelyn Moorkiefer töten. Diesen finden wir an dieser Stelle. Bei uns ist es gerade so, dass der Ra-Mob noch nicht da ist und wir deshalb warten müssen, bis er neu spawnt. Ich habe ihn gerade schon gesehen, allerdings bin ich leider gestorben und deshalb ist er quasi wieder despawned. Deshalb heißt es warten, bis er spawnt. So klar. So, der Boss ist gespawnt. Moorkiefer. Jetzt wird er getötet. Cooldown-Zeit oder Wartezeit waren jetzt ungefähr 5 Minuten. So, der Boss ist tot. Wir bekommen die Beute, die wir jetzt wieder zurückbringen müssen. Als Belohnung kriegen wir dann am Ende einen Ring und natürlich Erfahrung. Ich werde hier schon mal das Video beenden. Ich glaube, zurückbringen kann jeder selber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bei Fragen in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, ich würde mich super freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer Mottenmann.